Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Kaum bin ich hier drin, sehe ich hier schon jemanden, der wieder am Grummeln ist. Ach, er war's, glaube ich. Kempsbüro kann nicht für immer so bleiben, das ist einfach nicht richtig. Ja, ja, er ist schon wieder grimmig. Ich weiß noch nicht, er fühlt sich schuldig, wahrscheinlich, weil das Ganze jetzt zeitlich so ein bisschen hinten dran ist. Unsere Arbeit hier darf nicht umsonst gewesen sein. Ich muss mich mehr anstrengen. Die Lodge war Kems Idee. Kems Büro darf nicht für immer so bleiben. Ja, was meint er denn mit Kems Büro? Wenn er da irgendwas machen wollte, hätte er das ja machen können in der Zeit, wo er sich ausgeruht hat, in Anführungszeichen. So, wir müssen das Hausboot fertigstellen. Beim Bau helfen. Nee, entlassen will ich ihn ja nicht. Mit Aufhängen von Girlanden. Genau, du lenkst mal den Kleinen ab. Und sie darf ich ja nicht steuern. Nee, sie ist im Moment... Jetzt ist sie wieder düster drauf. Wollt ihr mich denn veräppeln? Verwundbar, schuldig, gestresst. Weswegen? Sie war so gut drauf, als ich die Folge beendet hatte. Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Axel füttert die Schafe. Das haben wir tatsächlich noch nie gesehen. So gut wie es geht beschäftigen. Ja, den Traktor reparieren hat er ja immer noch nicht hinbekommen. Warum, weiß ich nicht. Er muss ja eigentlich nichts machen, außer auf die Schafe aufpassen. Leider kann ich es nicht beeinflussen. Och, sie fühlt sich schon wieder elend. Ja, klar, wenn sie jetzt gerade zum Friedhof geht, dann kann ich das nachvollziehen. Vorher hat sie sich noch so gut gefühlt, bevor sie ins Bett gegangen ist. Aber jetzt natürlich nicht mehr, wenn sie jetzt da steht. Das kann ich nachvollziehen. Was ist mit ihr? Eli ist so wild. Ach so, anscheinend haben wir da jetzt was gegen getan. Tun wir das Richtige, so wie es aussieht, könnte die Bootslounge den Leuten mehr... Ach so, das war das eine. Wir müssen Jesperby jetzt zusammenhalten. Ich muss weiter lächeln, egal wie ich mich fühle. Ja, hat das nicht immer die andere gesagt? Wird die jetzt auch schon depressiv hier? Ich muss für River da sein, damit sie es zu Ende bringen kann. Ja, das ist gut, aber... River will irgendwie gerade nicht mit jemandem sprechen. Ich weiß auch nicht, warum. Baustelle. Sind die beide auf dem Weg zu ihm? Das finde ich nicht gut. Was ist mit ihm? Den kann ich jetzt im Moment willst auch nicht... Willst du noch ein paar Girlanden aufhängen? Steuern. Von mir aus. Was ist das denn? Achso, hier. Hey, Kumpel. Hey. Willst du heute mein Oberbotenjunge sein? Ich bin ein toller Botenjunge. Dann sag deiner Mom und deiner Schwester, dass die Zahnärzte die Einsparungen abgesegnet haben. Welche Einsparungen? Wir machen die Boote am Pier fest, um bei der Versicherung zu sparen. Dadurch können wir auch unser Energiebudget optimieren, weil wir sie ganz einfach an unser reguläres Stromnetz anschließen. Was? Die Boote können nicht mehr fahren? Ja, nicht alle sind damit glücklich. Aber immerhin ziehen sie ihre Investitionen nicht zurück. Es wird bestimmt trotzdem alles gut werden. Kannst du das für mich ausrichten? Mhm. Wunderbar. Du bist eine große Hilfe, Kleiner. Wird es jemals eine zweite Bootslodge geben? Nein, das wird die einzige bleiben. Oh, also wird River die einzige sein, die je eine bekommt? Deine Schwester hat die Lodge nicht bekommen. Sie hilft dabei, sie aufzubauen, aber sie wird sie nicht besitzen. Und eines Tages wirst du die Chance erhalten, an etwas anderem zu arbeiten. Vielleicht an einer noch besseren Sache. Zum Beispiel? Sag du's mir. Ich will einen U-Boot-Hafen bauen. Perfekt. Der Ozean liegt ja direkt vor der Tür. Hör auf deinen Vater. Dann wirst du in ein paar Jahren wissen, wie du damit beginnst. Die Bootslodge ist eigentlich ein wenig langweilig im Vergleich zu einem U-Boot-Hafen. Da hat er recht. Ich kann dir morgen meine Pläne zeigen. Kannst kaum erwarten, sie zu sehen. Also, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da hat der Kleine gar nicht mal so Unrecht. Weil, ich muss das mal eben pausieren, eine U-Boot-Lounge wäre natürlich ziemlich cool, wenn man das realisieren könnte natürlich. Weil du könntest ja den ganzen Tag unter Wasser leben und dir den ganzen Tag die Fische und alles angucken. Der Nachteil ist natürlich, wenn man das direkt am Hafen irgendwo macht,
kann man natürlich nicht allzu viel sehen, weil da sind dann vielleicht noch ein paar Schiffe, die vorbeifahren. Vielleicht sind da auch Fische, klar, aber man sieht halt nicht so viel. Wenn man das Ganze aber irgendwie weiter außerhalb machen würde, dann natürlich auch mit entsprechend Verpflegung und so weiter und das immer angeliefert wird und so, dann wäre das ganz sicher eine coole Sache. Also mit einer richtigen Verbindung, mit irgendeinem Plateau, was im Wasser gebaut wurde oder sowas, was dann halt regelmäßig beliefert wird. Problematisch wird es dann allerdings, was passiert bei Stürmen und so weiter, ne, bei Unwettern. Also hält das Ganze stand, das muss sehr stabil gebaut sein und so weiter. Also nicht das U-Boot, das ist klar, das ist stabil. Aber ja, theoretisch aber machbar. Also das wäre schon eine ganz coole Idee, muss ich sagen. So, und du hilf jetzt endlich mal deinem Vater, weil in der letzten Folge wolltest du ja nichts von dem tun, was du tun solltest. Was ist mit dir? Lass mich einfach in Frieden. Was ist denn dann? Hier kann ich doch nichts anklicken, oder? Wir sollten es tun. Neue versteckte Botschaften. Das Problem ist, die Olle macht ja nichts. So, ich wollte die ja mal da probieren, dass wir die da verstecken. Und das mit den Bräunen wollte ich machen, aber da es irgendwie seit 3 Tagen dauerhaft am Regnen ist, ist das natürlich nicht so toll. Ach so, das ist die Arbeitsplatte. Na gut, aber irgendwann wird sie ja wohl mal zu essen machen, hoffe ich doch mal, ne? Beim letzten Mal hat das ja auch schon so toll geklappt. Ach nee, beim letzten Mal hat es genau hier entdeckt, stimmt. Kühlschrank, einen Snack essen. Oh, halt. Die Mutter kommt. Wo geht die hin? Kommt die hier rein? Sagt mir bitte, sie kommt hier rein. Und sagt mir bitte, dass sie jetzt auch... Wir können das ja mal ein bisschen beschleunigen. Meine Kleine, komme her. Bitte, keine Umarmung. Warum nicht? Ich kann das gerade nicht. Ich muss gehen. Nein, ich will wissen, ob sie die Botschaft findet. Mann, das könnt ihr mir doch nicht immer antun. Ich habe eine Nachricht von Dad. Schieß los. Du ruinierst die Bootslodge. Was? Wie? Mit den Einsparungen, die du vornimmst. Er kann doch nicht allen Ernstes mir die Schuld dafür geben. Nein, aber du bist die Managerin. Du darfst das nicht zulassen. Wir müssen das Projekt so gut wie möglich hinbekommen. Yesterby darf nicht sterben. Es ist nicht meine Schuld, dass wir Kompromisse schließen müssen. Das liegt in der Natur der ganzen Sache. Angie hätte das niemals zugelassen. Oh. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Angie hätte mit all dem niemals begonnen. Achso, ich dachte, die reden jetzt vielleicht noch. Ja, sie hätte nicht damit begonnen, das stimmt schon. Hilft sie ihm jetzt auch oder warum ist sie jetzt hier? Ich verfolge ihn mal am besten. Komm, helf ihm. Kannst du mir den Gummihammer bringen? Und wo finde ich ihn? Dort, wo er immer ist. In deiner Werkstatt? Du willst mich wegen eines einzelnen Werkzeugs quer durchs Dorf schicken? Es ist äußerst wichtig, ihn hier zu haben, wenn wir mit dem Einbau der Fenster beginnen. Ich verstehe ja schon, wenn ich keine große Hilfe bin. Aber hey, du könntest es wenigstens offen aussprechen. Es ist effizienter, wenn ich hier weiterarbeite, während du mir besorgst, was ich dafür benötige. So wie damals, als du mich einen dämlichen Schraubenzieher holen geschickt hast, anstatt mich Mams Leiter halten zu lassen? Ups. Wieso fängst du jetzt wieder damit an? Wieder? Wir haben nie wirklich über das geredet, was damals passiert ist. Zwischen uns herrscht seit damals einfach nur diese Stille. Diese ohrenbetäubende Stille. Es hat keinen Sinn. Reden wird sie auch nicht wieder zurückbringen. Ja, nichts wird sie zurückbringen. Aber vielleicht bringt es uns beide wieder zusammen, weißt du? Ach, vergiss es einfach. Ich hol dir jetzt mal deinen Hammer. Der holt ja super den Hammer. Ja, dass der wütend ist, verstehe ich. Also nach dem, was er gerade gesagt hat. Voller Selbstzweifel. Okay, er ist festgelegt, dass er ihm hilft. Was ist denn mit dem Holzkopf hier? Er hat nichts davon verstanden. Aber er ist sehr reizbar. Super, ist eine tolle Kombination, wirklich. Ach nee, es regnet immer noch. Jetzt sitzt die schon wieder hier blöd rum.
Ach genau, mir will mit den Freunden. Komm, zwing ihn einfach zum Reden. Wenn du dich schon irgendwo bräunen kannst, weil das Wetter nicht einmal mitmacht. Was ist mit der Alten hier eigentlich? Die macht einen friedlichen Spaziergang. Nach dem Motto, sonst geht hier eh nichts ab. Schauen wir mal. Er ist hier gerade am Singen. Aber hier passiert was. Ach, ich dachte, sie hat es gefunden. Wo kommen die Blumen her? Aus dem Gewächshaus. Galia ist hier gewesen? Nein. Lee hat sie vorbeigebracht. Sie ist in letzter Zeit ziemlich oft hier. Und trotzdem bleibt sie nie auf eine kurze Plauderei. Sie versucht gelegentlich, mich ein wenig aufzuheitern. Funktioniert es denn? Ja. Ich habe gelacht. Naja, du lachst doch über alles. Was manchmal angesichts der Umstände ziemlich unangemessen sein kann. Oh, keine Sorge. Es geht mir immer noch mies. Nichts passiert. Lee ist jedenfalls die Einzige, die mich momentan normal behandelt. Da hat er nicht ganz Unrecht. Wenn man natürlich die ganze Zeit mit der Nase drauf stößt, sage ich jetzt mal, wie scheiße alles drumherum ist, kann es den Leuten nicht besser gehen. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man drüber reden möchte vielleicht. Auch gelegentlich mal immer wieder. Aber ne, man sollte es halt nicht zu oft zu negativ angehen lassen, sagen wir es mal so. Im Moment passiert jetzt hier nicht viel. Was mit Zack ist, weiß ich auch nicht so. Ey, was macht der denn jetzt? Ich denke, der wollte... Hallo? Ich denke, der wollte hier einen Hammer holen? Du sollst beim Bau helfen. Was macht der denn hier? Wieso geht das nicht weiter? Hallo? Ach nee, komm. Ich habe nach dir gesucht. Nach mir? Ich wollte mich für die Blumen bedanken. Sie sind sehr schön. Oh, ich bin froh, dass sie dir gefallen. Und was meinen Ehemann betrifft. Oh, oh. Er weiß deine Gesellschaft wirklich sehr zu schätzen. Oh, ich bin einfach nur zufällig vorbeigekommen und wir haben uns ein wenig unterhalten. Das war keine große Sache. Du bist wirklich sehr nett. Es tut mir leid, falls ich in der Vergangenheit nicht immer freundlich zu dir war. Danke. Warum ist sie jetzt trübsinnig? Ach, sie ist schon wieder die ist ständig deprimiert. Die sollte echt mal mit einem Arzt sprechen, ganz ehrlich. Was ist jetzt hier mit Zack? Du sollst deinem Vater helfen. Ja, ich weiß, das kann Streit fördern. Das kann ich auch alles verstehen. Du hast den Gummihammer übrigens nicht geholt, du Idiot. Alter. Der soll nicht hier rumlaufen, der soll beim Bau helfen. Sag mir nochmal, wieso du eigentlich hier bist. Ich möchte wissen, wer dir in Yesterby besonders nahe stand. Warum? Weil ich dir helfen möchte, wieder mit ihnen in Kontakt zu treten. Pack dein Buch rein und geh nach Hause. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, Kind. Du hast es mir immer noch nicht gesagt. Selbst wenn ich das täte, würde das keinen großen Unterschied machen. Und wieso hat sich dadurch die Beziehung jetzt verbessert? Ich meine, er hat sie ja jetzt abgelehnt im Endeffekt, ne? Ey, wenn der jetzt wieder nicht dahin geht, ne? Der läuft doch jetzt schon wieder in die andere Richtung. Was machst du, Vollidiot? Wieso gehst du immer unterwegs weg? Jetzt geht der wieder in eine andere Richtung. Sag mal, ey, ich könnte ihn schlagen. Und er ist jetzt fertig, oder was? Ja, super. Er ist der Vollpfost Nummer Zack. Zack, das hast du richtig toll gemacht. Kein Angeber, beende, was begonnen wurde. Ja, wenigstens du beendest mal was, was du begonnen hast. Dein Sohn kriegt es nicht auf die Kette. Ich werde hier richtig sauer mittlerweile. Der rennt dahin, rennt wieder zurück. Der rennt wieder hin, rennt wieder zurück. Ah! Ja, was ist jetzt mit dir? Achso, dich kann ich ja gar nicht steuern. Er fragt ihn aber auch nicht. Cams Büro darf nicht für immer so bleiben. Aber was ist mit Cams Büro? Das weiß ich nicht so ganz. Was
Ist das dein Haus? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, ne? Nee, er geht dran vorbei. Okay, dann gucken wir gleich nochmal. Was ist mit dir? Mhm. Oh nein, komm. Conny, was machst du? Oh, du bist so ein Vollpfosten. Deine Frau braucht das und du Idiot, du machst das weg. Oh, ist nicht dein Ernst jetzt. Oder er hat es jetzt nur gesehen, Esstisch, Kaffeetisch. Nimm jetzt den Schrank. Wenn der jetzt wieder da drüber läuft und das nicht funktioniert, ne? So, Melville. Warten, bis er Zeit zum Reden hat. Warten, warten, warten. Er ist kein hoffnungsloser Fall. Achso, Moment, er ist aber nicht da, ne? Geh irgendwo. Nein, halt, stopp. Nein, nein, geh nirgendwo hin. Es ist sonnig draußen. Aber sie war heute schon da, oder? Warte mal. Dann nimm da jetzt ein Sonnenbad. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, damit die mir tatsächlich über den Weg läuft. Das ist ja das Problem. Die sitzt auch gerade doof zu Hause. Ja, toll. Etwas Zeit mit mir will verbringen. Das hat ja jetzt auch nicht geklappt, weil da ist sie ja noch nicht mal hingegangen, glaube ich. Längere Zeit nicht mehr mit Axel gesprochen. Sie war doch gerade erst da. Und was ist mit dir? Ach, zum Teufel, wenn ich hier wegkomme, indem ich... Achso, Brody braucht einen Vorschuss. Ja, dann frag halt deinen Vater. Du bist so ein undankbarer Junge, ganz ehrlich. Im Vorschlagen, das können wir auch noch machen. Vielleicht funktioniert es ja endlich mal, wenn beide davon wissen. Er ist so voller Selbstzweifel, aber anstatt, dass er mal mit den Leuten... Na gut, er hat versucht, mit ihm zu sprechen, muss man weißt jetzt auch du, sagen. Weißt du, du solltest wirklich mal ein wenig Zeit mit Lee verbringen. Ich habe zu tun. Nee, hast du nicht. Genau darum geht es. Lee kann selbst jemanden aufheitern, der nur Arbeit und keinen Spaß im Sinn hat. Galia ist der lebende Beweis dafür. Ich werde darüber nachdenken. So, dann die nächste Sache. Bitte mal um Geld. Ihr habt euch zwar gerade erst gestritten, aber... Weil sonst findet er niemanden mehr. Das kann ich jetzt schon sagen. Dad? Ja? Egal. Oh, Alter, dieser Typ regt mich so auf. Es tut mir leid, aber der regt mich so auf. Der macht nichts von dem, was ich sage. Ich weiß auch nicht, warum der das mit dem Mathe-Test nicht weitermachen durfte. Das war, glaube ich, am nächsten Tag irgendwie weg oder so, ne? Was ist mit dir? Jetzt bist du doch hey, beim Axel schon ich wieder. Ich bin es wieder. Oh. Ich hoffe, ich mache dich nicht wahnsinnig. Eigentlich würde es mir nichts ausmachen, wenn ich eine Weile wahnsinnig werden würde. Manchmal ist das vielleicht der richtige Weg. Aber das würde es für Pia noch schwerer machen. Tut mir leid, ich schwafle. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Sicher, okay. Jetzt ist es weg, obwohl sie heute schon mit ihm gesprochen hat. Muss ich nicht verstehen. Aber red doch mal mit Melville, Mädel. Sie hat's gefunden! Sie hat's gefunden! Ja! Wenn du mich küsst, Zucchini? Zucchini? Stopp! Conny, wo bist du? Bist du zu Hause? Kaffeetisch. Versuch's mal. Es war doch richtig, oder? Arbeitsplatte, da hat er mich ja schon erwischt. Versuch's mal auf dem Kaffeetisch. Aber schnell, deine Mutter ist noch im Haus. Wo ist denn die jetzt? Ach, jetzt darf man das nicht sehen. Das ist so ätzend manchmal. Oh, ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich mich selbst reinlasse. Ein wenig unhöflich, ich weiß. Aber wie sonst hätte ich dich überraschen sollen? Überraschen?
Nun, wegen des Überraschungsfilmabends natürlich. Hat Zack dir das in den Kopf gesetzt? Niemand hat mir irgendetwas in den Kopf gesetzt. Ich treffe meine Entscheidungen selbst. Heute bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, hey, Melville könnte ein wenig Ablenkung vertragen. Aber ich will dich natürlich zu nichts zwingen. Ich kann gehen, wenn du keinen Film mit mir ansehen möchtest. Nein, schon gut. Großartig. Und weißt du, du wirst lieben, was ich für uns ausgesucht habe. Miyatoshis Rache. Ein echter Klassiker des Genres. Wenn auch kein echter Kurosawa. Ein einst berühmter Schwertschmied wird unrechtmäßig ins Exil geschickt, um in Armut zu verhungern. Doch mit einer Gruppe Außenseiter gelingt ihm schließlich die Rückkehr. Nun, ich will nicht zu viel verraten. Na, endlich hat sie's getan. Endlich ist sie zu ihm gegangen. Hey, das war ein ziemlich wilder Ritt, was? Weißt du, ich hab mir gedacht, jetzt, wo das Beispielboot fertig ist, sollten wir es mal den anderen zeigen. Selbst Pia wird zugeben müssen, dass das Ding unfassbar gemütlich aussieht. Hast du es gerade wirklich Beispielboot genannt? Ich bin so stolz auf dich, Riff. Wie würde es dir gefallen, wenn du es allen präsentieren würdest? Ich bin nicht sicher, ob ich... Nein, weißt du was? Ich kann das. Es wird ein Kinderspiel. Ja, ein Kinderspiel würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ich würde mal behaupten, dass sie das auf jeden Fall kann. Das heißt... Jetzt hat sie noch mehr Zweifel, oder was? Ich dachte, ich könnte jetzt bei ihr was einstellen, dass sie sich darum kümmern kann, aber... Och, dieser Idiot, ehrlich, der geht mir so auf die Nerven mittlerweile. Frag ihn doch, plauder was mit ihm. Das ist auch schon mal ein guter Anfang. Plauder mit ihm. Ach so, stimmt, die ist jetzt auch noch da. Hallo? Der steht jetzt nicht da und wartet, bis ich komme persönlich, weil ich gute Neuigkeiten habe. Nein, daran hat er gedacht. Du möchtest, dass ich den Rest der Bootslodge ganz alleine baue? Fast. Du wirst bezahlt. Der Job ist noch nicht erledigt, oder? Ich meine, ich will dich ja nicht aufhalten, aber... Ich dachte, du möchtest hier weg sein, bevor wir mit dem Projekt durch sind, oder? Also? Bist du sicher, dass du Jaspers Tochter bist? Dummkopf. Danke für die gute Arbeit. Das könnte der entscheidende Schritt für die Bootslodge sein. Danke, Riff. Schaff dir ein wenig Freiheit, ja? Tu's für Angela. Das ist der Plan. Ja, das erklärt zumindest... Jetzt ist er betroffen. Das muss wehtun. Das erklärt aber zumindest, warum er die ganze Zeit nicht... Moment. Warum er die ganze Zeit nicht mit seinem Vater reden wollte. Ich habe es auch ehrlich gesagt total vergessen, dass er dafür ja eigentlich bezahlt werden sollte. Ich habe es total vergessen. Und ich wusste natürlich auch nicht, ob das reicht. Ich habe das Geld für das Zimmer zusammen. Ich sollte es Bodhi geben, damit er es mieten kann. Er hat ja gesagt, er macht das online. Was hat denn der Axel damit zu tun? Ihm das verdiente Geld für den Bauernhof überlassen. Ah, wegen seinem Traktor? Der alte Traktor fällt auseinander. Kann man das? Fragen, ob sie Geld leihen kann, um Geld bitten. Ein Zimmer von Bodhi mieten? Ja, ist jetzt die Frage, möchte ich ein Zimmer von Bodhi mieten? Oder möchte ich eigentlich hier bleiben und ihm das Geld für den Bauernhof überlassen? Also ich hoffe für einen Traktor. Sie hat mir das ja jetzt so schön gesagt, von wegen, schafft dir ein bisschen Freiheit, ne? Wenn ich jetzt wüsste, was bei dem Vater rauskommt, da kriege ich auf jeden Fall mehr
Zugehörigkeit. Ich mache jetzt einfach mal Sekt oder Selters. Ich übergebe ihm jetzt das Geld. Mal gucken, was er dann macht. Weil er hat eigentlich noch nie mit Axel gesprochen. Vielleicht lehnt er auch ab. Er macht's nicht. Er macht's nicht. Zum Teufel, warum? Du enttäuscht mich, Zack. Aber du hast mich jetzt schon öfter enttäuscht, also ist das jetzt auch egal. Moment, die Mutter ist jetzt in der Küche. Ich weiß nicht, ob die jetzt sieht. Ach so, nee, halt, nein. Da, Esstisch. Ich kann's nicht. Nein! Jetzt kann ich's nicht mehr platzieren? Ach komm! Warum nicht? Oh, das ist so ätzend. Ich dachte, ich könnte dir das jetzt quasi vor die Nase legen. Ja, jetzt... Nee, Moment, das ist nicht der Esstisch. Das ist nicht hier die... Das wäre der Esstisch. Moment, doch, kann ich jetzt doch machen. Ich würde zu gerne wissen, was du gerade denkst. Dass du mal kurz in die Küche gehen sollst. Was auch immer in deinem süßen kleinen Kopf vorgeht, Liebes. Nichts, was du verstehen würdest. Wieso gibst du mir nicht eine Chance? Ich rede mit Angie. Oh, das mache ich auch. Nein, du erinnerst dich an sie. Du hörst sie nicht. Liebling? Ich sagte doch, du würdest das nicht verstehen. Ach, komm. Jetzt kann ich sie auch nirgendwo... Mann, das ist so ätzend. Sie hat sie jetzt auch nicht platziert. Ach, Mann. Wie nobel, ihm trotz allem das Recht auf einen ehrenhaften Seppuku zu gewähren. Es ist seltsam, weißt du. Ich habe diesen Film schon 5-mal gesehen, aber ich könnte ihn mir sofort wieder ansehen. Bist du sicher, dass das okay für dich war? Ich hoffe, der Film hat dich nicht gelangweilt oder so. Das war ein guter Film. Ich bin nicht die beste Gesellschaft für einen Filmabend. Stimmt nicht. Galia ist auch sehr ruhig, wenn wir etwas gemeinsam ansehen. Wenn ich darüber nachdenke, könnte ich der Handlung vermutlich ohnehin nicht folgen, wenn wir neben dem Film auch noch diskutieren würden. Also vielen Dank, dass du mich ganze 173 Minuten ausgehalten hast. Ich muss mich wohl bei dir bedanken, schätze ich. Ach, nicht der Rede wert. Mir macht es immer Spaß, Filmabende vorzubereiten. Es ist ziemlich spät. Ich werde jetzt heimgehen, wenn es dir nichts ausmacht. Hab eine gute Nacht. Gute Nacht. Okay. So liegt er auf der Couch. Jetzt kann er das Geld nicht mehr. Oder warte mal, Axel ist hier. Das ist eine zeitliche Sache. Ach, zum Teufel, ganz ehrlich. Das geht mir auf die Nerven, dass sie nicht einfach das machen können, was man denen vorgibt. Esstisch, da war sie jetzt schon. Kaffeetisch, Arbeitsplatte, Schrank. Essen. Ich will nicht essen. Ich will... Ach. Das nervt einfach nur. Wenn man denen so viel vorgeben könnte, aber es nicht kann, weil das Spiel es nicht zulässt. Also... Versteht mich nicht falsch, ich freue mich immer noch darüber, über die meisten Entwicklungen, sagen wir es mal so. Ein oder zwei sind ja jetzt nicht ganz so
gewesen, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ja, warum redet sie eigentlich die ganze Zeit wieder nicht mehr mit ihrer Schwester? Das nervt mich auch ein bisschen. Ja, sie ist sehr zurückgezogen, aber gut, dafür ist sie selber verantwortlich jetzt. Also da kann man nichts anderes. Er hat jetzt auf der Couch geschlafen, jetzt geht er nochmal. Ja, jetzt geht er nochmal mitten in der Nacht was zu essen machen, kein Thema. Nö, er setzt nur das Essen auf und geht dann ins Bett. Kein Problem. hallo? Wo ist er? Kleiner? Es ist gerade alles ziemlich seltsam. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Was gibt's? Bist du noch wach? Jetzt schon. Ich kann nicht schlafen. Was stimmt denn nicht? Angela war in meinem Zimmer. Es war nur ein Traum. Sie ist nicht mehr hier. River, was passiert, wenn ihr alle tot seid? Ich bin doch der Jüngste, also werde ich immer noch hier sein, oder? Ach, E. Wir werden dich nicht einfach zurücklassen. Außerdem wird es dann so viele andere Leute in deinem Leben geben, die entweder gleich alt oder sogar jünger sind als du. Vielleicht wird Yesterby dann eine lebhafte Kleinstadt sein. Nicht, wenn die Bootslodge keinen Erfolg hat. Och, Brudi. Die Lodge ist nur eine Idee. Ich bin sicher, es kommen noch viele weitere. Willst du dich in mein Bett kuscheln? Ja. Dann komm her. Oh, wie süß. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, dass die alle mit Klamotten schlafen. Das ist nicht sehr hygienisch und vor allen Dingen auch sehr warm wahrscheinlich nachts. Ich habe darüber nachgedacht, eine Stasis-Engine zu bauen. Was ist das? Eine Stasis-Engine. Sie friert die Zeit ein. Und dann? Nichts wird sich mehr ändern. Niemand wird mehr weggehen. Alles wird genauso bleiben, wie es jetzt ist. Eine Stasis-Engine. Wieso ist uns das nie eingefallen? Das hattest du doch nie im Leben abgesegnet. Da hast du vermutlich recht. Mann, ich habe solche Angst vor diesem Meeting morgen. Bislang haben sich alle zurückgehalten, was das Projekt anbelangt. Aber das wird morgen die perfekte Gelegenheit für sie sein, endlich ihren Frust loszuwerden. Vielleicht hattest du recht bei dieser ganzen Sache. Recht? Inwiefern? Du kannst nicht wissen, was ich wollte. Dann sag es mir. Wenn du es schon damals nicht konntest, dann mach es wenigstens jetzt. Vielleicht hatte ich nur Angst vor der Veränderung. Oder ich war wütend, weil dein Dad die anderen nicht ins Boot geholt hat. Oder weil es Chemres Idee war und nicht meine eigene. Du warst doch nie kleinkariert oder egoistisch. Und du warst stets offen für Veränderung. War ich das? Vielleicht hatte ich nie die Gelegenheit, das über mich selbst rauszufinden. Aber wen kümmert's? Ich bin ohnehin kein Teil von Yesterby mehr. Das bist du. Das wirst du immer sein. Nimmst du immer noch auf? Ja. Dann schalt es ab. Ich schaffe das nicht allein, Angie. Aber ich bin ja auch noch da. Du warst immer die Vernünftigere von uns beiden, Riff. Du wirst das in den Griff kriegen. Tu's für die, die immer noch hier sind.
Also da sehen wir wieder die Erinnerung der beiden, wie sie über ja, die zukünftige Bootslounge sprechen, nehme ich mal an. Worüber auch immer sie sich jetzt gerade freuen. Das ist der Vater, der das Ganze... Oder sie freuen sich über diese Boote und so weiter und der Vater eröffnet das dann hier gerade. Das denke ich eher. Und sie stellt sich dann so ein bisschen auf die Seite des Vaters und die Angela möchte das halt nicht. Ja. Und hier nochmal der Hinweis... Da wir schon öfter Probleme hatten, auch mit nicht lizenzierter Musik, ist natürlich die Musik ausgeschaltet, was in solchen Situationen sehr schade ist. Welcome to Yes, Baby. Sie ist dann anscheinend zur Lodge alleine gegangen. Hat er darüber nachgedacht, nehme ich mal an. Ach, die können dann so rausgelassen werden mit dem... Ah. Aber es sind richtige Hausboote in dem Sinne wahrscheinlich. Naja, erstmal nur eins, so wie es aussieht. Für die, die immer noch hier sind, lass River los. Ja, sehr, sehr gut, dass ich jetzt gerade um 6 Uhr hier auch stoppen konnte. Wir haben einen weiteren Tag hinter uns gebracht und wir haben immer noch nicht alles so hinbekommen, wie wir es eigentlich wollten. Zack, ja, stellt sich komplett quer. Ich denke mal, wir müssen einfach sein Zimmer tatsächlich mieten, damit er raus kann. Ich persönlich finde das sehr schade, weil ich hätte es lieber gehabt, wenn wir doch noch das Geld Axel geben könnten, damit er, ich nehme mal an, den Traktor reparieren kann. Dann wäre er auch wieder ein bisschen happier, auch mit seiner Ernte und so weiter, wer die einfahren kann. Zack wäre vielleicht nicht so happy, muss ich jetzt dazu sagen. Weil er ja eigentlich raus will. Aktuell ist er auch mal wieder trostlos. Und ja, ich sag's mal so, ich kann es verstehen. Aber vielleicht schaffen wir es noch in der nächsten Folge. Vielleicht, wenn unsere Sims hier mitmachen. Vielleicht schaffen wir es dann ja doch noch, ihn mit seinem Vater zusammenzukriegen. Und dann könnte vielleicht tatsächlich die Option offen stehen, dass wir Axel das Geld geben. Also, dass er sich sagt, scheiß drauf, ich bleib hier. Und ich gebe ihm das Geld. Die Frage ist nur, kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Weil Melville, ich muss mich anstrengen und ein gutes Zuhause für Zack aufbauen. Also eigentlich, dieser Wunsch hier hätte ihn, gut, er ist jetzt aktuell okay, wahrscheinlich ist er wieder in 2 Stunden grimmig, wenn er aufsteht. Aber dieser Satz hier alleine, der hätte, oder die zwei hier, der hätte eigentlich dafür sorgen müssen, dass er sich mehr zusammenreißt und mehr versucht, mit dem Sohn zu sprechen. Wir müssten jetzt gucken, dass wir mit ihm plaudern können. Aber gut, die beiden, die sind jetzt natürlich noch am Schlafen. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Es hat mich heute wieder ein bisschen wahnsinnig gemacht. Allerdings nicht das Spiel an sich. Das sowieso nicht. Das ist wirklich 1A. Das ist klasse. Also da kann ich nichts anderes sagen. Ja, nur dass die Personen nicht immer das gemacht haben, was ich wollte. Also auch die Sache mit Conny. Ich wollte unbedingt, dass die Mutter das findet. Aber Conny kriegt es irgendwie nicht hin, den passenden Platz zu finden. Gut, vielleicht, wenn wir das jetzt hinlegen, vielleicht kriegt die Mutter das dann irgendwann mal auf die Reihe, auch mal zum Kaffeetisch zu gehen, weil, ja, den Tag vorher hat sie die ganze Zeit da gesessen, hat Fernsehen geguckt. Das war ja, glaube ich, der Kaffeetisch. Und jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich es jetzt hingelegt? Auf den Tisch. Dann habe ich es doch wieder weggenommen und genau dann geht es dann natürlich woanders hin. Und es macht mich einfach nur bekloppt. Ich glaube, ich muss die Sachen einfach da liegen lassen und darauf hoffen, dass die Mutter irgendwann in den nächsten 3 Tagen daran vorbeikommt. Was aber halt blöd war, dass der Vater das Ganze jetzt gefunden hat. Aber vielleicht haben wir auch Glück
und er findet die Botschaft nur, wenn man die an die gleiche Stelle legt, wo sie es schon mal gefunden hat. Das kann natürlich auch sein. Mal schauen. Wir werden es vielleicht herausfinden, vielleicht auch nicht, aber vielleicht werden wir auch Glück haben, dass die Mutter nochmal ihre dritte Botschaft finden kann. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.